Für das nächste Jahr 2020 wird ein spannendes Jahr. In Nordrhein-Westfalen und in Bayern haben wir Kommunalwahlen. Und für uns ist es wichtig, auch aus Berlin heraus, dass die Kommunen wieder stark werden. Kommunalwahl wieder etwas bedeutet, weil Menschen zu Hause leben, zu Hause entscheiden. Das ist auch der Grund, warum ich mit Freuden in meiner Heimatstadt als Oberbürgermeisterin kandidiere. Und wer mich wählt, der bekommt etwas Neues. Dafür stehe ich, dafür stehen die Freien Demokraten und ich freue mich darauf. Deutschland lahmt bei der Digitalisierung hinterher. Deswegen brauchen wir endlich eine Koordinierung und ein viel mehr Tempo bei der digitalen Transformation. Das geht nur mit einem Digitalministerium und einer echten Digitalpolitik, die endlich Tempo macht. Das wünsche ich mir für 2020.